Mein Wochenende beginnt dann. So, wir haben einen Eimer mit Öl und Ein Buntglasscheiben. bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Gut. Tja. Kann es sein, dass die Stimme im Vergleich zum Restsound ein bisschen leise ist, vielleicht? Seine Einstellungen. Lautstärke der Stimmen 100%. Lautstärke der Geräusche mal noch ein bisschen runter. Lautstärke Videos kann von mir aus erstmal so bleiben. Wir probieren erstmal 40%. Ist besser, glaube ich, oder? Könnte schon besser sein. Bin mal gespannt. Ich hoffe, es geht so. Müsst mir sagen, wenn ich noch irgendwas lauter machen muss. Du weißt, ich bin Goldfisch. Ich vergesse. Hast du Geburtstag morgen? Hast du Geburtstag morgen? Zweiter Sechster? Hast du am 2.6. Geburtstag? Ich wollte es aber auch nicht anders. Nein, nicht Louis Geburtstag, siehst du. Mein Geburtstag? Auch gut. So. So, Kinder, es wird Zeit, den Stoff zu Ja, wiederholen. lass Was uns das mal benötigt man wiederholen. nochmal, um ein Zeitportal zu öffnen? Eine 4D-Brille, um dünne Stellen in der Raumzeit aufzuspüren. Die besteht Okay. aus buntem Glas und einem Wir Brillengestell. brauchen ein Mölle, Brillengestell. Mölle, Mölle! Genau, Hildi. Irgendetwas, das Tachyonpartikel emittiert. Aha. Volle Punktzahl. Ich bin stolz auf euch. Sie können mit dieser Professornummer aufhören. Wir sind die cleveren Kids. Schon vergessen? Natürlich seid ihr das. Immerhin habt ihr beim Besten gelernt. Professor Rufus! 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 Schön! Oh, Anina bekommt morgen die Abi-Noten. Oh nein. Ich gebe dir einen Tipp. Ach, sechsmonatiges, stimmt. Ein halbes Jahr ist Louis morgen dabei. Ein halbes Jahr. Ach ja. Braucht ein BH. Besorgt doch bitte wer ein BH. Wieso? Warum? Ich verstehe nicht. So, den Tachyon-Tank, den haben wir, glaube ich, schon mit Öl befüllt, ne? Das müssen wir nicht nochmal. Ich glaube, das hatten wir zuletzt gemacht. Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Genau, ne? Den haben wir schon. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Hey, ich dachte, wir haben den. Na gut, offensichtlich haben wir den noch nicht befüllt. Der Bronzehahn, wir brauchen auf alle Fälle irgendwie noch ein Brillengestell. Das ist Fakt. Ziege ist so geil. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Schön, ich freue mich immer wieder, wenn ich das sehe. Du bist jetzt 6 Monate in der freien Wildbahn überlebt. Nein, er ist dann 6 Monate Follow, Suladan. 6 Monate auf Follow. Zur Frau. Oh nein, Schleicher. Lass dir schmecken, Haku, bis später. Verdammt, den Titel ändern, siehst du, das habe ich vergessen. Ich wusste, ich muss noch irgendwas machen. Moment. Ach, so ein Mist. Deponia. Doomsday. Verdammt, das habe ich voll vergessen. Aktualisieren. Änderung gespeichert. Ich hoffe, das hat funktioniert. Hoffen wir es. So, boah. Raupe, Frau Goldfisch. Ein goldiger Raupenfisch. Ja, so bin ich. So, können wir denn mit euch noch irgendwas anfangen? Habt ihr vielleicht ein Also, Brillengestell was wird dabei? das hier jetzt? Die Seins! große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich Aggressionen optimal kanalisieren. Genau. Um Arsch. Um Arsch. Ha. Störe ihn nicht. Er muss sich auf seinen Schlag konzentrieren. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Hey, Finger weg von unserem Schrottballtrainingssack. Und Schlag. Habe ich was getroffen? Nicht, solange du spielst, um zu gewinnen. Spiele,
um Gewinnen schätzen zu lernen. Mhm. Und Schlag! Habe ich was getroffen? Nicht. Oh. Wie kriegen wir denn ihn dazu, dass er was trifft? Ich brauche auf alle Fälle seine Brille. Seine Brille. Was hat es mit dieser dämlichen Brille auf sich? Ja, ich brauche die. Hilft mir, mich auf mein Ziel zu fokussieren. Indem sie dich faktisch erblinden lässt? Dafür schärft sie all meine anderen Sinne und schützt gegen Hirse, Hausstaub und Ziegenmilben. Ich bin Allergiker, musst du wissen. Mich deucht, du stehst auf der falschen Seite des Schrottbeischlägers. Boah. Also was wird das, die große... Achso, ja, das haben wir ja schon. Ah. Wie kriegen wir ihn dazu, dass er dort trifft? Seltene östliche Goldraupenfisch. Noch wütender wird er noch zum Super... Ja, das ist gut möglich, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob es hier mit was zu tun hat. Vielleicht mit diesem Schalter? Der bewegt ja die Fahnen, ne? Und die Ziege springt dann nach links. Ziege ist dann links. Was auch immer uns das hilft. Wir müssen es auf alle Fälle schaffen, dass der das Teil trifft. Auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall müssen wir nochmal... Müssen wir ihn irgendwie dazu bringen, dass er trifft. Oder was anderes. Wir müssen halt an die Brille. Was hatten wir denn noch? Zugverwaltung. Oh, der arme Vogel. Der arme Vogel, das war ich nicht. Ich schwöre, ich war das nicht. So, McChronicle wird mir jetzg vermutlich auch nicht... Ach, was ist denn der latscht da jedes Mal drüber. Du klingst schon genauso verbohrt wie dein Vater. Na und? Er hat mit seinem Verhalten die Welt nicht an den Rand der Zerstörung gebracht. Er kann sie mit seinem Verhalten aber auch nicht retten. Faktisch richtig. Geht klar, Soledad, bis dann. Der Vater wird uns jetzt vermutlich auch nicht helfen. Hier ist sonst nichts, was wir angrabbeln können. Was haben wir denn noch? Gehen noch mal in den Hörsaal. Hier haben wir Goal, wir haben die Vorlesungsuhr, den Schnabeltierkorb, den Stuhl. Aha! Da hat doch jemand in meiner Klasse Kaugummi gekaut und mir nichts abgegeben, außer sein frisches Pausenbrot. Das hagelt Hausaufgaben. Das können wir doch dann bestimmt gebrauchen, um die Glasscherben an dem Brillengestell festzumachen. Quasi als 3D-Brille. 4D. Das ist schon mal was. Zum Play, Bibi. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, das Radfahren war schön. Aufs Fix wird was länger, aber bei dem Wetter ist es einfach zu gut. Sakura, ja. Kann ich mir vorstellen. Okay, die zwei, die schreien sich irgendwie immer noch an. Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Wie wir den da rauskriegen, weiß ich auch noch nicht. Können wir den mit Öl beschütten? Der braucht keine Hilfe. Der schafft das ganz allein. Ja, das sehe ich. Ja, ist klar. So, hier haben wir also auch nichts. Und anstrengend, das kann ich mir vorstellen, Simple. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerüst, Regenrinne. Geht er mit dem... Regenrinne. Ach! Echt jetzt? Das trifft den das? Weg mit dem Zeugs! Das wäre ja gemein. Nee. Hä? Was hat mir das denn jetzt gebracht? Jetzt habe ich auch keinen Eimer mehr. Das Öl ist weg. Vielleicht lassen wir ihn nochmal schlagen. Habe ich was getroffen? Nicht spiel. Nee, aber eigentlich hätte das doch... Ach, da ist das jetzt. Warte mal, wenn die... Warte mal. Wenn die Ziege zurückspringt, springt die da vorne lang. Genau. Nein, wie gemein.
Nein, schlägt er jetzt, der schlägt nicht die Ziege. Schlägt er die Ziege? Hey, Finger weg von unserem Schrottballtraining. Das siehst du doch, das ist kein Trainingssack. Eine Ziege. Ha, guter Versuch. Ich mag blind sein. Dafür funktionieren meine anderen Sinne umso besser. Ich kann den Raum hören, Gegenstände schmecken und ich rieche an deinem Gesichtsausdruck, dass du mich hinters Licht führen willst. Genau, das war mein Gesichtsausdruck, nicht etwa das Chili von gestern. Louis, bitte was? Ich bin doch darauf eingegangen und habe gesagt, ja, Halbjähriges, Louis hat morgen Halbjähriges, 6 Monate Follow und so weiter. Hallo? Du musst auch zuhören. Trocker, einen wunderschönen guten Tag, hallöchen. Der haut jetzt die Ziege. Und Schlag. Oh, wie gemein. Was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Da. Das ist meine Ziegenallergie. Gerechtigkeit. Meine Augen brennen. Get. Gerechtigkeit. Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Ach so, Louis. Ach, das habe ich tatsächlich überlesen. Das habe ich tatsächlich überlesen. Verdammt. Memphis, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Talkding war schön heute. War schön. Ja, wir haben schön geschnackt. War gut. Hab auch was verraten, was es in den nächsten 1, 2, 3 Tagen geben wird. Was Besonderes. Und, also nicht direkt im Stream, aber eben nebenher. Was Besonderes. Und, ja. Und ansonsten, Unwetter überlebt. Es war nicht so schlimm. Es war kurzweilig, hat es extrem geblitzt und gedonnert. Und war wirklich Weltuntergangsstimmung. Und dann hat es irgendwann wieder aufgehört. Aber es hat wirklich geregnet. Es war unschön gestern. Gestern war einfach Kacktag. Kacktag. Gibt's halt. Kann man nicht ändern. Muss Worldcast gucken. Entschuldige, Memphis. Entschuldige. So, ja, hol dir Toffee. Louis, mach das. Das Nasenbrillengestell. Sehr gut. Die Nasenbrille. Und zwar, wenn wir jetzt... Ich würde das gerne auseinanderfrickeln eigentlich. Hey, oder kann ich das so verfrickeln? Diese Glasscherben wären genau das Richtige für meine 4D-Brille. Ja, finde ich auch. Das wird nicht halten. Schade nur, dass sie von... Ganz genau. Das heißt... Ach, Brille mit Buntglas und jetzt Kaugummi der Kaugummi ist schon drauf. Viel zu alt. Und überhaupt... Bunte Glasscherben mit Kaugummi kleben. Das ist doch total unrealistisch. Echt? Jetzt? Dann kau ihn. Stör ihn nicht. Er muss sich... Schlägt er auch? Nicht, wenn du... Können wir ihn nicht selber kauen? Wir können ihn nicht selber kauen? Kann ich ihm vielleicht jemanden zum Kauen... Warte mal. Warte mal. Warte gleich, Memphis. Mach ich gleich. Warte mal. Hast du Bock auf ein Kaugummi? Gib zu, du hängst an mir. Ansichtssache. Haftet der Stiefel am Hundehaufen oder der Hundehaufen am Stiefel? Was will sie? Will sie keinen Kaugummi? Ansichtshaftet der... Schade. Oh, ich hatte gehofft, ich kann ihr den Kaugummi geben. Vielleicht einem der Schnabeltiere. Es hat doch bereits das alte Brot bekommen. Verwöhntes Biest. Vielleicht ins Laufrad? Keine Hilfe. Der schafft nein? Das. Schade, ich dachte vielleicht... kann ich es hier jemanden andrehen? Stör ihn nicht. Ja. Die Ziege? Hey, Finger! Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Schön! Sipo, hallöchen, einen wunderschönen guten Tag, hi. Ich will... Auch das ist eine wichtige Lektion. Wer aufgibt, hat schon verloren. Ach, so ist halt es. Die Klappe! Okay, das hat nicht funktioniert. Vielleicht einer der Studenten? Schade. Vielleicht kann ich ihm einer der Studenten vielleicht? Meint ihr, das würde sich als Treibstoff eignen? Imitiertes Tachyon? Woher soll ich das wissen? Weil's